Hallo und willkommen wieder zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch mal teuer versus billig zeigen. Selfie-Sticks, die eben halt ein bisschen mehr kosten, die ein bisschen weniger kosten. Ich habe hier zwei zur Auswahl. Einmal den Ixos, der stabilere von den beiden, für knapp 22 Euro. Preis ist immer wechselnd bei Amazon. Packmaß sind 40 cm, ausgefahrene Länge sind 1,20 m. Hier habe ich einen Selfie-Stick von einem, ihr seht schon, ne? Mediamarkt, Großhandel. Der ist in einer Wheelbox gewesen beim Mediamarkt, in einer Clusterverpackung. Und das ist so die Preiskategorie von 5 bis 10 Euro. Ja, mehr würde ich auch dafür nicht ausgeben, muss ich ehrlich sagen. Es ist zwar hier alles aus Metall, hier unten ist auch so ein Stativgewinde drin. Hier war eine Kordel dran, Lenkrad nicht sehr stabil. Ja, Metall, dann hier so ein ganz billiges Gummi, was auch immer verrutscht. Also ich hatte es schon mal hier oben gehabt. Hier ist es nur aufgeklebt. Der Kopf, ist zwar verstellbar, ist klar, hier auch festmachen und so. Aber selbst zum Festmachen ist immer noch wackelig. Selbst hier, hier so Spaltmaß okay, da nicht. Ist zwar alles fest und drin sind die Schrauben auch schon festgetreten, trotzdem geht es nicht weiter runter. Also Passgenauigkeit ist nicht ganz korrekt. Dann müsste man das abschrauben und wieder nachschleifen. Das Gummi, da habe ich mich doch sehr erschrocken. Bei mir sieht man es jetzt, dass das Gummi höher ist als das Plaster. Das heißt, optimaler Sitz, aber auch nur durch Nachhilfen helfen. Weil das Gummi war bündig mit dem Plaster. Und wenn ihr jetzt eine Halterung für ein Actioncam drauf gemacht habt, saß die nicht auf dem Gummi, sondern auf dem Plaster und man konnte sie, obwohl man es hier festgedreht hat, immer noch drehen. Ich habe es dann unterfüttert mit 3 Lagen Posterstrip und dadurch ist das Gummi jetzt höher als das Plaster und jetzt sitzt es optimal, wenn man es drauf macht, aber ich wollte sowieso die Finger von diesem Teil weglassen. Außer ihr habt wirklich ein leichtes Smartphone und optimal sitzt alles in der Mitte, weil wenn ihr das auszieht, also hier ist das Packmaß 20 und maximale Ausziehlänge ist 1 Meter. Ja, das sind hier solche wie so eine Teleskopantenne von früher, von alten Funkgeräten, Walkie-Talkies oder die ersten Mobiltelefone, also jetzt hier Festnetzteile. Weil wenn hier jetzt was außer Mitte ist, also ihr habt hier nichts, was feststellt, das heißt, das dreht sich immer wieder. Also wenn ihr jetzt hier wirklich was habt und ihr macht mal ein bisschen was schräg, es dreht sich halt weg. Also wer was Günstiges sucht, mag es vielleicht gehen. Und vielleicht für ein leichtes Telefon mag das auch noch okay sein. Aber ich bin damit nicht so begeistert, weil selbst wenn man die jetzt komplett auszieht, die Teleskopantenne, ist die ganzen Elemente sehr wackelig, hier ist es nur eingestanzt, also ist nicht irgendwie geschraubt. Also wenn man das öfters macht, hält man es vielleicht doch in der Hand. Und wie gesagt, was Schweres, es dreht sich weg, hier ist kein Halt, also man kann es drehen, das ist ein bisschen suboptimal gelöst. Es ist halt, wie gesagt, sehr klein, wie gesagt, 20 cm, 1 Meter maximaler Länge. Ich sag mal, nicht optimal. Da ist das hier schon ganz anders, wo man die ganzen Segmente feststellt. Ist natürlich auch ein bisschen teurer, aber es lohnt sich, weil ihr müsst euch überlegen, wenn ihr eure Smartphone so einen Stick anvertraut, möchte ich doch schon ein bisschen mehr Geld investieren, weil ein Smartphone ist ja nicht ganz günstig. Ja? Also die fangen ja auch ab 200 bis 1000 Euro an und wenn dann ihr an sowas spart und es euch dann runtersegelt, weil ihr dann sowas gekauft habt, ist es dann doch schon schade, muss ich sagen. Also gebt ein bisschen mehr Geld aus und da habt ihr was Sicheres. Und hier diese von Ixos kann ich euch empfehlen. Sowas hier, also das ist hier eine Mediamarkt-Ausführung, die gibt es aber auch bei Amazon.
Dasselbe ohne hier Werbung und das Griff schwarz. Ja, das ist nein, nicht wirklich optimal. Da ist auch eine Halterung für den Actioncam dabei gewesen. Da mag es vielleicht gehen, aber sonst würde ich eher doch die Finger davon weglassen. Ja, man kann sie halt noch frei benutzen. Also ich nutze auch gerne solche Einhand- oder Selfie-Sticks auch gerne als Mikrofon, also Tonangel. Also wenn man jetzt irgendwo ein Mikrofon hat und so, kann man das irgendwo ins Bild so reinhalten, entweder von unten oder von oben. Also den Tonangeln ist ganz praktisch. Also mit diesen eher vielleicht nicht so, wenn ein schweres Mikrofon dran ist, geht wieder mit diesen optimaler. Oder eben halt, das ist eigentlich das Einzige, ein Tonangeln. Also, das war's eigentlich schon, weil mehr weiß ich nicht, was ich noch dazu sagen kann. Das ist halt nicht so das Optimale, das ist schon besser. Wie gesagt, ich benutze eben halt auch diese Sticks für andere Sachen, nicht nur die Kamera, sondern ich tue es auch gerne mal auf mein Stativ, um eben halt dann mein vorhandenes Stativ noch zu erhöhen. Oder eben halt dann ein Mikrofon drin machen, dass ihr dann so eine Art wie einen Tonarm habt. Oder dann eben halt den Ton auch noch zu angeln. Also das sind so kleine Tipps, die man damit noch machen kann, nicht nur um Selfies zu machen. Aber das müsst ihr entscheiden, für was ihr solche Selfie-Sticks oder Einhandstative benutzt und wie viel Geld ihr dafür ausgeben wollt. Aber ich sage nur, wer eben halt ein teures Telefon hat und eine teure Actioncam, auch wenn es eine Actioncam ist, die man runterfallen kann, ich muss ja nicht gleich 400 Euro zersemmeln, wenn ich eben halt dann 10 Euro oder so gespart habe. Ne? Ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Vergleichsvideo gefallen zu billig und teuer Sticks. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, der Georgi. Tschüss, tschüss. We'll be right back.